Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Heute wieder alleine. Gestern war es ja mit der Shironaya zusammen. Die letzten 2 Tage, glaube ich sogar. Ich glaube ja. So, und jetzt habe ich mir überlegt, dazu muss ich erstmal so ein paar Sachen aufrufen. Mache ich einfach mal eine Frage-Antwort-Runde. Dazu muss ich mir allerdings, wie gesagt, die Frage erstmal ganz kurz aufrufen. Ich hoffe, das habe ich mir schon fast befürchtet. Arschloch. Ich habe es genau gewusst. Ich denke eben noch, wenn du jetzt einfach so rausgehst, mach es doch am besten vorher. Nee, mach es ruhig in der Folge, ist auch ganz cool. Ja, genau. Und dann so eine Geschichte. Kam prompt der Penner, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Naja gut, okay. Dann haben wir das halt so einfach mal... Mann. Live erlebt, wie es ist, wenn es scheiße ist. So. Jetzt mache ich das nochmal ein bisschen kleiner, dass ich das auch etwas übersichtlicher habe. Es tut mir leid, ich hätte mich auch vorbereiten können. Es ist wirklich so. Ist mir jetzt gerade eben nochmal aufgefallen, dass ich das ja machen wollte. Und jetzt mache ich das einfach nochmal so ganz nebenbei. Wenn man jetzt eine Kamera anhätte, dann würde man sehen, dass ich jetzt auf einem anderen Bildschirm geguckt habe. Und zwar habe ich mir tatsächlich ein paar Fragen rausgesucht. Immer noch unter dem Hashtag FragPoppy. Nicht FragOnkelPoppy, sondern nur FragPoppy. Nichts anderes. Musste ich tatsächlich ein bisschen suchen zwischendurch mal. Aber es kam dann doch tatsächlich zu so 1, 2, 3 gefundenen Fragen, die ich gefunden habe. So, und zwar diese Folge, beziehungsweise diese Sachen habe ich ja schon fertig gemacht mit der Shiro zusammen. Zack, da müssen wir hin. Dann, Alter, der Shader ist ja krass hell. Wow. Dann habe ich hier hinten auf der anderen Seite quasi das Ganze dupliziert. Ich habe das hier auch nochmal so gebaut. Schon mal vorbereitet, weil hier war ja doch ein bisschen anderes noch gewesen. Musste ein bisschen wegreißen und so weiter und so fort und überhaupt und sowieso. Und jetzt habe ich gedacht, baue ich das eben nebenbei nochmal so weiter, wie ich das halt auch auf der anderen Seite gemacht habe. Hey. Ja, Alter. Du spinnst ja wohl. Stirb. Ganz einfach. Noch einer. Sehe ich nicht ein. Ohne Witz. So, pass auf, dann beantworte ich jetzt einfach mal ein paar Fragen. Wie sieht das bitte aus da mit dem Pfeil, ne? Sieht ja wohl echt scheiße aus. Na gut, okay, pass auf. Dann beantworte ich nochmal ein paar Fragen. Und zwar, der Felix hat gefragt. Jetzt habe ich das nicht erreicht hier, ne? Auch doof. Der Felix hat gefragt, über Twitter gefragt. Und dann musste er leider Gottes, weil Twitter ja auch ein bisschen Zeichen begrenzt ist, tatsächlich 2 davon schreiben. Und deswegen, also er hat gefragt, es kam ja jetzt Mr. Nightfox auf den Server. Eigentlich wäre ja aber er erst in Folge 30 dran. Stimmt, habe ich ja gesagt. Hat sich ja verschoben durch den Bauserver, durch die Aktion. Ist das jetzt so, dass Folge 30 und Folge 40 ein Zuschauer kommt? Und damit ist es wieder ausgeglichen? Nein. Ich habe das jetzt ganz einfach verschoben. Also ich werde jetzt nicht die geplante Hierarchie wiederherstellen, sondern ich werde jetzt in Folge 30, also sprich morgen, einen Zuschauer hinzuziehen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt da noch einer. Werde morgen einen Zuschauer hinzuziehen und dann nächstes Mal in Folge 40 dann wieder einen, der ein bisschen mit YouTube oder Twitch zu tun hat. Da wollen wir dann zusehen, dass wir da wieder einen finden, der mitbauen möchte. Mal gucken. Das heißt, morgen Folge 30 kommt dann ein Zuschauer. Folge 40 kommt dann, wie gesagt, wieder einer, der ein bisschen mit Medien was zu tun hat und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist jetzt so anstandslos angenommen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das auf der anderen Seite aussieht. Ich glaube, da habe ich... Wie haben wir das gemacht? Da habe ich immer auf die Dinger drauf gesetzt, ne? Genau, da drauf gesetzt. Alles klar. Okay. So, dann habe ich hier den nächsten. Das ist der LP Computer Freak. Der hat über... Was war denn das gewesen? YouTube, glaube ich. Hat er unter dem Video geschrieben. Frag Poppy, warum hast du mit
YouTube angefangen? Das würde mich interessieren. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Warum habe ich das gemacht? Ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ich bin zu YouTube gestoßen, weil ich... Ja, gute Frage, nächste Frage. Also ich habe ja schon immer Videospiele gespielt. Ist ja nicht so, dass ich das erst seitdem ich das hier mit YouTube mache, sondern tatsächlich auch schon etwas länger. Erstaunlicherweise. Und da habe ich, jetzt fehlt mir tatsächlich normaler Stein. Den muss ich mir noch holen. Und habe da tatsächlich dann auch gedacht, mach doch mal, weil du es kannst, Videos davon. Habe ich damals auch schon gemacht. Das heißt, ich habe natürlich intensiv angefangen zu zocken mit Counter-Strike, wie jeder andere normaler Spieler auch aus den guten alten 90er Jahren. Dann kam auch das gute alte Doom, das Doom 1 damals auch zum Vorschein. Das war Anfang der 90er. Wisst ihr alle schon gar nicht mehr. Das gute alte Pixel-Doom. Und habe von meinem Counter-Strike Versuchen, so nenne ich es mal, jetzt nicht unbedingt Let's Plays, aber Versuchen, habe ich mal Videos von gemacht. Ganz, ganz, ganz damals, ganz, ganz. Da war das noch echt ultra schwierig, überhaupt erstmal Videos anzufertigen. Also es war lange nicht so einfach wie heute. Es gab zwar schon Fraps, ja, aber Fraps gab es auch nicht immer, muss man dazu sagen. Also es war vorher schon wirklich schwierig, Videos zu machen von Videospielen. War echt nicht ganz einfach. Man hat es zwar geschafft, man hat es gemacht, aber mehr schlecht als recht. Und so kam ich mehr oder weniger zu YouTube, weil ich fand da Gefallen dran. Ich fand das irgendwo schon ein bisschen interessant, da Videos von zu machen. Allerdings nicht wegen einer Resonanz oder sowas. Die gab es ja damals noch nicht so. YouTube war ja damals noch in den Kinderschuhen. Weil es war halt neu und alles, was für die Deutschen neu ist, ist natürlich doof, schlecht. Das heißt, Veränderung mögen die Deutschen alle nicht. Das ist das große Problem. Und da war es so gewesen, dass ich von unseren Formel 1 Rennen, also ich habe damals mal in der Formel 1 Liga, bin ich mal aktiv als Fahrer unterwegs gewesen und habe da immer so Best-of-Videos von gemacht, verstehst du? Und diese Best-of-Videos, ist das so? Muss das so sein? Diese Best-of-Videos, da habe ich dann so ein paar Sachen zusammengeschnitten. Fand ich persönlich ganz niedlich. Geht die Sonne da jetzt auf? Oder die geht unter, ne? Habe ich so ein paar Videos mal zusammengeschnitten und habe die dann tatsächlich, ach nee, ich habe das da gemacht, habe die dann tatsächlich auf YouTube mal hochgeladen und mich so bedankt. Das müssten eine der ersten Videos noch auf dem Kanal hier sein, weil ich habe die nie gelöscht oder beziehungsweise einige nicht gelöscht. Es waren, aus welchen Gründen auch immer, gab es mal die Situation, dass tatsächlich mal Videos gelöscht worden sind. Ich glaube, das war mehr unabsichtlich als absichtlich, weil irgendwie waren auf jeden Fall die Videos weg. Ich glaube, mein Kanal wurde damals mal geknackt. Da stand YouTube auch noch, wie gesagt, ganz total in den Kinderschuhen. Das war wirklich noch ganz zu Anfang. Und da hat man meinen Account, das weiß ich noch, damals mal gehackt und hat dann alle Videos runtergelöscht. Wollte da irgendwelche Tittenvideos draufpacken oder sowas. Das war halt damals so die Aktion gewesen, wie ich angefangen habe mit Videos zu machen. Ja, kann man so sagen, kann man so sehen. Genau. Und das war, wie habe ich das drüben gemacht? Habe ich das auch mit beiden oder nur mit einem gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, und da war es halt so gewesen, dass ich dann Musik nur hinterlegt habe, ohne Mikrofon, ohne Quatschen, ohne Schnacken. Und habe, Alter, man sieht das gar nicht. Nee, nur einer. Und da habe ich dann, wie gesagt, ein bisschen Musik hinterlegt. Gab es dann damals schon Probleme mit dem Urheberrecht, weil ich von Calcha Candela zum Beispiel was draufgepackt habe und so von einigen anderen. Und wurde gleich gesagt, Video gesperrt. Ist nicht okay, habe ich gedacht, passt schon.
Also hat man dann angefangen zu überlegen, wie geht das, wie kann man das machen? Und dann kam ja auch diese ganze Abmahnerei mit ins Spiel. Das heißt, die ganzen Musikfritzen haben angefangen, die Leute, die Videos gemacht haben und deren Musik verwendet haben, haben sie angefangen abzumahnen. Ging dann teilweise richtig um richtig mega viel Kohle. Was ich persönlich immer scheiße finde. Wenn einer wirklich sagt, da gibt es dann diese spitzfindigen Anwälte, die möchte gern fritzen, die sagen, recht haben sie, das ist ja gerade das Schlimme, recht haben sie, die sagen dann, der verwendet Video, Musikcontent von mir ohne Erlaubnis, also muss ich den gleich auf so und so viel Tausende von Euro verklagen. Und das finde ich persönlich halt immer echt scheiße. Anstatt dessen, dass die dann erstmal die Leute verwarnen müssen, fangen die an und schicken gleich dicke, fette, teure Abmahnungen. Deswegen hat man dann wieder die Videos sein gelassen, einfach aus Angst davor, bis dann irgendwann die YouTube-Musikbibliothek ins Leben gerufen worden ist. Da ist ja hier so ein, wisst ihr ja mittlerweile schon, gibt es Möglichkeiten, sich dann legal Musik, was heißt legal, also erlaubte Musik, sage ich mal so, zu verwenden. So, dass man dann, hört er ja auch hier im Hintergrund, so, dass man dann tatsächlich sein Video mit Musik hinterlegen kann. War nicht selbstverständlich damals, sondern es gab tatsächlich das ein oder andere Problem dazu. Und ja, dementsprechend haben dann einige Leute wirklich Bammel bekommen, Schiss bekommen und haben gesagt, nee, pass auf, dann bevor wir uns da Ärger anhandeln, lassen wir es. Und so auch bei mir. Also ich habe dann irgendwann auch mal eine Pause gemacht und habe gesagt, nee, pass auf, so nicht, liebe Leute. Hallo? So, habe dann gesagt, so nicht, liebe Leute, das könnt ihr knicken. Da bin ich raus. Habe dann angefangen, tatsächlich nichts mehr zu machen, bis ich dann gesehen habe, dass der Kollege Gronkh und Co. dann selber die Let's Plays gebaut haben, wo ich dann gesagt habe, okay, damit geht's los. Hast du ja früher auch gemacht, hättest es mal weitergemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich heute der Große. hab dann natürlich meinen Beruf, Familie und etc. pp. Hab das alles so interessanter gefunden für mich, weil ich dann ja andere Interessen verfolgt habe, sozusagen. Habe ich jetzt noch einen Hive-Slip hier irgendwo zufälligerweise? Nee, habe ich nicht. Verdammt, voll doof. Nee, und das war halt so der Grund, warum ich mit YouTube mehr oder weniger weitergemacht habe, muss ich so sagen. Also ich habe, wie gesagt, nicht neu angefangen. Ich habe einfach weitergemacht. Das ist so der Hintergrund. Doch, dann haben wir es, glaube ich, so ein bisschen gleich. Genau. Ne, müsst ihr mal schauen. Formel1Liga.de. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die Seite. Formel1Liga.de, das war so Sim-Racing. Da haben wir dann wirklich Formel 1 gefahren bis zur Vergasung. War eine coole Truppe damals. Haben uns auch mal live getroffen. Einmal im Jahr haben wir uns dann wirklich auch getroffen und haben dann also ein bisschen Spürkus halt gemacht, wie es halt so ist auf dem Treffen. Haben dann unsere lustigen Seiten ausgelebt. In Halberstadt war das gewesen. Schöne Stadt in diesem Sinne. Liebe Grüße auch an die Leute, die das vielleicht noch sehen. Ich weiß es nicht. Aus der Zeit damals. War cool. Also ich würde es gerne wiederholen, aber man ist dann so ein bisschen auseinandergegangen. Einerseits privatbedingt, andererseits beruflich. Dann hat man sich natürlich irgendwann auch gezofft. Also wir waren schon eine ganze Ecke zusammen. Also ich war, glaube ich, 7 Jahre dabei in so einer Liga. Da sind wir dann richtig. Also wir haben auch gemerkt, wie die Software sich weiterentwickelt hat. Wir haben angefangen mit Formel 1 2002, glaube ich, haben wir damals angefangen. Von EA Games. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, bis wir dann mit der SimRacer Software R-Faktor gefahren sind. Racing Faktor oder Race Faktor. War schon richtig cool. Halt, ich muss erst ablegen. War schon richtig cool. Allerdings, wie gesagt, kam dann halt einfach der Wunsch nach mehr. Und das ist dann dem einen oder anderen nicht bekommen. Aber gut, ist ein anderes Blatt, ist ein anderes Thema. Ich behalte die Zeit in Erinnerung, wie sie war. Schlichtweg cool. Es waren damals coole Leute gewesen.
man hat sich leider Gottes so ein bisschen außer Augen verloren. Mal sehen, vielleicht kann man das nochmal anleiern oder so. Mal gucken, dass man mit dem einen oder anderen mal wieder ein bisschen in Kontakt tritt. Weil Halberstadt von mir ist ja nicht allzu weit weg, muss ich auch dazu sagen. Also könnte man ja mal wieder hinfahren, wäre was. Und so kam es dann dazu, dass ich damals Videos auf YouTube gestellt habe, wie gesagt. Also ich habe so ein paar Highlight-Szenen zusammengeschnitten und hochgeladen. Das ist so der halt Hintergrund, falsche Seite. Ich hoffe, das ist so beantwortet. Kann man glaube ich auch so stehen lassen. Genau. Und jetzt habe ich halt nur aktiver wieder angefangen, Let's Plays dann auch aktiv zu machen, weil die Technik und Möglichkeiten jetzt einfach da sind. Und jetzt kann man auch vernünftig Qualitätsvideos machen, wo man auch dann hoffentlich dem einen oder anderen ein paar Ideen mitbringen kann und so weiter und so fort. Also, warum spiele ich Computerspiele? Werde ich auch häufig gefragt. Warum spielt ein alter Sack Computer? Warum nicht? Ist die eine Frage oder die eine Antwort. Und die andere Sache ist halt tatsächlich, natürlich spiele ich, um mich von meinem Alltag abzulenken. Und habe dann gesagt, warum soll ich dann das Gedöns nicht auch aufnehmen? Also die Möglichkeiten bestehen ja mittlerweile. Klar, nicht ganz kostenlos. Gibt halt immer wieder kostenpflichtige Programme dazu, wenn man Qualität haben will. Gibt auch kostenloses, aber da hat mir nicht gereicht. So, um das erstmal einfach stehen zu lassen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schreibt es doch mal ins Kommentar. Dann erzähle ich da nochmal ein bisschen mehr drüber. Ansonsten, glaube ich, ist das so okay. Hat sich zwar so ein bisschen in die Länge gezogen jetzt, aber man muss da halt auch so ein bisschen ausholen. Genau, dann machen wir die nächste Frage. Die nächste Frage ist von Snibbles. Hat er geschrieben, hat sich auf ein Video auch berufen, das war aus einem Kommentar unter einem Video. Die Fackel ist so geil. Ach, ich glaube, das war ja aus dem Nether gewesen. Siehst du, genau, siehst du, man kommt rein, aber nie wieder raus. Also da bezieht er sich auf den Nether in der Nether-Folge, wo ich war. Weil er halt auch gesagt hat, er kommt zwar immer rein in den Nether, aber er kommt nicht wieder raus. So, die Frage von ihm ist, frag Onkel Poppy, das ist der Hintergrund, frag Poppy wäre einfacher gewesen für mich. Wenn du Formate auf YouTube verbieten könntest, gäbe es da welche, die dein Verbot erhalten würden? Ja und nein, also eher nein als ja. Formate an sich selber sind mir prinzipiell egal. Da soll jeder kreativ sein, wie er möchte, weil mein Format Let's Play ist jetzt nicht so das beste Format. Muss ich dazu sagen, aber es ist ein Format. Das, was ich verbieten würde auf YouTube, wären tatsächlich Videos von und mit Kindern. Bin ich persönlich ganz allergisch gegen. Wenn da einer sein Kind fällt, wie es auf die Schnauze fällt und uns wehtut oder wenn dem Kind irgendein Missgeschick passiert, was natürlich manchmal auch lustig ist. Aber aus dem einfachen Grund möchte ich Sachen nicht ins Internet stellen, die meine Kinder betreffen, wenn die noch so klein sind. Klar, ist das Kind 15, 16, kann selber entscheiden, will ich das nicht. Aber es geht primär darum, um Kinder zwischen 1 bis 10 Jahren. Ganz speziell zwischen 1 bis 10 Jahren, weil die können einfach nicht einschätzen und abschätzen, wie belastend das vielleicht sein könnte, Videos auf YouTube zu machen oder auf YouTube gestellt zu werden. Von den fanaten Eltern vielleicht oder eben von irgendeinem Kumpel, wie auch immer. Weil Kinder in dem Alter können echt nicht abschätzen, was es für negative Auswirkungen haben kann. Nicht muss, aber haben kann. Und da ist der Knackpunkt. Also Kinder im Alter zwischen 6 bis 15, möchte ich mal so behaupten, können in dieser Zeit sehr grausam sein. Und gerade wenn dann einer anfängt, Videos auf YouTube zu stellen und da passiert dann dem Kind wirklich irgendwas Dummes, was dann die Menschheit belustigen soll, ist es halt so, dass tatsächlich dieses Kind sich nicht wehren kann dagegen. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt dein Vater ein Video von dir macht, wie du versuchst, Fahrrad zu fahren, irgendwas Neues auszuprobieren und fällst dabei fürchterlich auf die Fresse und stellst das dann online ins Netz, würdest du das, glaube ich, nicht gut finden. Und das Problem ist, klar, du bist jetzt da draußen alt genug, aber es geht jetzt hier primär um die... Hallo? Pennst du jetzt auch? Es geht jetzt primär um die Kinder, die sich eben nicht wehren können, sprich die Kleinkinder. Und das würde ich verbieten.
Sowas würde ich echt verbieten. Weil, wie gesagt, die können sich nicht wehren, die können nicht selber entscheiden und sagen, ja klar, mache ich oder mache ich nicht. Oder, wie gesagt, die können es auch nicht abschätzen, wie nachhaltig das vielleicht später mal sein kann, wenn die dann anfangen, ins Berufsleben einzutreten. Und das ist halt so das, was ich verbieten würde. Ansonsten, prinzipiell würde ich, glaube ich, so nichts weiter verbieten. Es sei denn, die Person bringt sich oder durch dieses Video andere in Gefahr. Und damit spiele ich jetzt, fällt mir dazu gerade ein, damit spiele ich jetzt auch wieder auf diese Videos an, wo hier diese Brenngeschichte, weißt du, wo man sich dann anzünden musste und sowas alles. Das würde ich prinzipiell verbieten, halt solche Sachen. Weil es werden dann andere Menschen genötigt, das nachzumachen, weil sie sagen, oh, das ist gerade voll Trend, das ist voll cool. Nee, ist es nicht. Es ist nicht cool, sich weh zu tun oder überhaupt jemandem weh zu tun. Das ist total uncool. Also das würde ich, glaube ich, auch verbieten wollen. Ansonsten hätte ich, glaube ich, so nicht wirklich etwas, was man verbietet. Würde ich, glaube ich, so machen. Guti, wir machen hier eine Folgenpause. Ich habe jetzt das Rathaus hier einmal ringsrum gleichgestellt. Sprich hier als auch auf der anderen Seite. Auch mit der Tür wieder, das habe ich schon etwas vorbereitet, natürlich ganz klar, so haben wir es von beiden Seiten, dann sieht das überall gleich aus. In den nächsten Folgen werde ich dann anfangen, hier die Räume einzuteilen und dann kommt auch schon bald die nächste Challenge für euch. Viele werden es ahnen, es hat was mit dem Rathaus zu tun, richtig, ganz genau. Morgen kommt der ausgewählte Zuschauer aus der letzten Challenge, das ist das mit dem Schiff gewesen. Lasst euch überraschen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich selber auch noch nicht genau, wer es ist, weil die Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Aber morgen kommt auf jeden Fall ein Zuschauer ins Projekt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, bewertet den Part und einen Kommentar natürlich. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer mit dem Hashtag fragt Poppy oder fragt Poppy. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.